Zunächst möchte ich kurz darauf aufmerksam machen in eigener Sache. Ihr könnt hier direkt über den Link auf meinem Kanal der Telegram-Gruppe beitreten. Ihr kommt da zum Linktree und hier seht ihr dann meine Patreon-Seite. Hier könnt ihr dann entsprechende Level buchen. Einmal über die 3 € Beisteuerung oder die Spende für die Telegram-Gruppe im Basic. Es unterscheidet sich nichts zu dem 10-Euro-Paket. Es ist lediglich eine höhere Unterstützung. Und hier könnt ihr dann nochmal entsprechend nachlesen, was ich hier abziele, euch zu übermitteln, täglich beziehungsweise dann auch über den Monat hinweg. Also gerne hier vorbeischauen und mich unterstützen und dann auch meine weitere Arbeit hier auf YouTube. Vielen Dank. So, herzlich willkommen zu dem weiteren Update. Wir starten die Woche rein mit Visa und allgemein gehen wir wie immer ein paar Aktien durch. Schau noch mal auf den Bitcoin und Ethereum. Da kam ja zumindest mal ein kleiner Impuls die Woche. Von daher erstmal ganz schön. Natürlich bin ich immer noch der Meinung, dass wir da recht viel Zeit haben und auch allgemein werden wir noch mal auf den S&P schauen. Da bin ich auf ja, eine Überschneidung gestoßen, die wir uns kurz anschauen, wie das in der Vergangenheit ja, abgelaufen ist. In der Telegram-Gruppe habe ich das schon mal so reingestellt. Ist quasi nur so eine kleine Ergänzung zu der aktuellen Analyse, die sowieso besteht. Ja, schauen wir mal zu Visa. Ich habe die mal mit dazu genommen. Das ist ja auch eher so ein Wert, den haben wir sehr selten dabei. Warum? Weil er im Endeffekt in der Vergangenheit nur am Steigen war und die Korrekturen recht verhalten aussehen und von daher ja eher nicht so häufig vertreten in meinen Sessions, aber wir hatten jetzt hier mal eine Korrektur gesehen, die man auch ja zumindest mal nutzen könnte. Wir sind allgemein in der Aufwärtsbewegung von Rot, da hatten wir hier die Korrektur gesehen und haben jetzt das untergeordnete Korrekturlevel erreicht. Wir haben uns hier aber auch recht schwer getan in dem Bereich. Sind jetzt nochmal drunter gesackt und versuchen es jetzt erneut. Haben jetzt hier auch so eine Widerstandsbildung, wenn man sich das hier so anschauen möchte. Und allgemein finde ich, jetzt tun wir uns hier allgemein recht schwer. Also wenn wir uns diesen Bereich mal anschauen, dann tun wir uns hier schon recht schwer. Im Vergleich zur Historie. Das ist natürlich jetzt zu betrachten oder sich anzuschauen im Detail, ob man jetzt hier trotzdem nochmal investieren möchte oder vielleicht nochmal schaut, ob wir hier weiter absacken, dass wir hier jetzt erstmal die Luft rauslassen, weil wir hier, gehe ich nochmal kurz drauf ein, auch nur das 38er Level gesehen haben. Habe ich jetzt nicht ganz korrekt eingezeichnet, aber wenn wir jetzt hier hochgehen, dann sehen wir, dass das genau das 38er Level war von dieser Aufwärtsbewegung. Das heißt, die Korrektur war auch recht verhalten, wie in der Vergangenheit ebenfalls. Hier werden dann halt immer diese, wenn eine Korrektur eintritt, das dann direkt genutzt, weil man sagt, ja gut, die Korrektur kommt nicht so oft und jetzt ist es günstig. Von daher wurde das auch hier wieder schnell aufgekauft. Wir hatten zwar mal eine Korrektur und wir haben jetzt dadurch auch ein intaktes Ziellevel wieder daraus generieren können, aber wir sehen schon, dass wir uns hier sichtlich schwerer tun. Von daher vielleicht nochmal abwarten, ob wir hier nochmal eine stärkere Korrektur sehen. Muss natürlich nicht sein, wir können jetzt hier auch rausgehen, hier oben und dann auch diese kleine Widerstandszone brechen. Und daraus dann impulsiv weiter hochgehen. Aber ich glaube, ich würde hier erst nochmal abwarten, ob wir hier doch nochmal tiefer rutschen. Das wäre so der einleitende Punkt zu Visa. Schauen wir mal auf Booking.com oder die Holding. Hier hatten wir zuletzt uns in Rotes angeschaut und sind auch erstmal von einer ja, übergeordneten Korrektur nochmal ausgegangen, das würde ich jetzt aber ausklammern. Wir hatten jetzt hier das übergeordnete Korrekturlevel gesehen am 50er
Von daher, das ist erstmal legitim. Wir hatten hier auch eine kleine Unterstützungszone, die auch ja, zu einem neuen All-Time-High geführt hat. Und wir sind jetzt in der untergeordneten Korrektur. Und solange diese hier hält, ist dieses Szenario auch aktiv. Von daher, das würde ich jetzt zunächst mal anschauen. Ja, mit dem Hinblick natürlich, wie jetzt die Situation wird, auch mit dem Re in der Reisebranche. Aber vom Szenario her und auch vom Level her muss man sagen, halten die sich wirklich ziemlich stabil und weit oben. Das ja, können wir hier festhalten und das Szenario bleibt soweit bestehen. Ich gucke hier gerade nebenbei nach dem weiteren Titel und das ist Gilead. Da sind wir ebenfalls jetzt mit einem Impuls aus dem 50er Level raus. Ich kann hier auch nochmal die Zonen darstellen, dass wir hier nochmal das ergänzt haben. Das All-Time-High in Lila bei 124. Wir waren ungefähr bei 60 Dollar. Ja, da hätten wir die 100% theoretisch vom 50er Level schön drin. Und das All-Time-High, ja, wäre ja mit dem Ziellevel hier dann auch bei 226, 56 Dollar. Von daher haben wir da auch das intakte Aufwärts. Potenzial und Szenario von Blau übergeordnet. Auf jeden Fall jetzt hier die schöne Korrektur gesehen, schöne Seitwärtsflanke. Und ja, jetzt stellt sich natürlich auch hier erstmal wieder die Frage, hält das diese ganze Aufwärtsbewegung, bleibt die konstant oder bricht die auch nochmal zusammen? Aber das können wir uns ja nochmal anschauen. Aber soweit erstmal schön, dass wir hier diese Impulse immer wieder sehen und auch diese Zone damit bestätigt wird fürs Erste. Hier ist 38er Level in der Vergangenheit, hat hier auch für saftig Aufschwung gesorgt dann. Hier tun wir uns sichtlich auch wieder etwas schwerer, also hier ging das Ganze wesentlich schneller. Aber nichtsdestotrotz, das Szenario ist intakt und erstmal schön so wie es ist. Schauen wir mal auf Tomra, ob da noch was sich getan hat. Im Endeffekt hatten wir, glaube ich, in der letzten Session, die wir hier auf YouTube hatten, das auch schon geupdatet, dass wir hier den Abverkauf gesehen haben und uns hier erstmal auf diesen Bereich konzentrieren wollen. Das würde ich auch weiterhin beibehalten. Das heißt, irgendwas rund um die 90, 100, 111. Da würde ich jetzt erstmal die Korrektur sehen wollen. Natürlich ist alles keine Anlageempfehlung, ist lediglich meine Meinung auf Basis dieser Analyse. Dann 3M, ja, 3M, sorry. 3M ist jetzt auch in der Korrektur. Wunderbar, ich meine, wir hatten jetzt hier auch eine sehr schöne Aufwärtsbewegung in der Historie und haben jetzt eine übergeordnete Korrektur. Wir waren hier schon mal drin im 50er, knapp drunter. Haben jetzt hier nochmal den Abverkauf gesehen und es ist natürlich legitim, hier auch noch weiter nach unten zu gehen, aber fürs Erste ist das wunderbar. Wir haben jetzt hier knapp den Retest auch abgehandelt. Also wir haben hier immer dieses Retest-Szenario zum letzten High, wo wir dann die Korrektur eingeleitet haben. Da schauen wir auch drauf, zumindest jetzt vermehrt, wo wir auch die Korrekturen wirklich mal sehen und uns in einem Marktumfeld befinden, wo wir auf diese Zonen, wie gesagt, eher drauf schauen, weil wir eher in den übergeordneten Korrekturen uns befinden. Das ist der Unterschied zu den letzten 2 Jahren. Ja, soweit hier auf jeden Fall intakt und hat wunderbar funktioniert. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie steigt man hier ein? Also ist natürlich wieder keine Anlageempfehlung, aber wenn man sich diesen Titel ins Depot legen möchte, kann man hier beziehungsweise seit hier schon mal anfangen, langsam sich einzukaufen, beziehungsweise dann auch in Schritten, wenn es nochmal weitergeht. Also das entsprechend einplanen in jeder Hinsicht. Wie gesagt, ich werde gleich nochmal auf den S&P 500 drauf schauen. Da können wir uns nochmal angucken, was eventuell nochmal auf Basis der bestehenden Analyse dann noch passieren könnte. So, Pfizer. Pfizer hatten wir jetzt das 38er Level gesehen, untergeordnet. Mist, jedes Mal dasselbe.
Die Lernkurve bei 0. So, auf jeden Fall, wir haben die Aufwärtsbewegung in Blau. Das ist weiter intakt. Wir haben auch die Zielzone uns hier schon mit der Überschneidung markiert. Von daher, das ist unverändert. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist hier ja, eine 50er-Zone, beziehungsweise ja, hätten wir uns auch hier mal die Unterstützung schön nutzen können. Bis jetzt sind wir hier beim 38er abgeprallt und haben erste Reaktion hier gesehen. Ich kann auch noch mal ein bisschen näher gehen. Aber ja, vom Szenario unverändert. Ich würde eher noch mal ein bisschen warten wollen hier, bis wir doch wirklich vielleicht noch mal hier hinkommen. Aber sonst haben wir da eine untergeordnete Korrektur und die ist weiterhin auch intakt. Dann schauen wir kurz mal auf Etsy. Die hatten wir aber, glaube ich, auch zuletzt drin. Ich habe mir jetzt hier nur gesehen, dass ich das markiert habe, aber ich glaube, so spannend ist es nicht. Wir haben jetzt das Ganze schon uns angeschaut. Wir gehen hier weiter von der Seitwärtsphase erstmal aus, damit wir hier mal ja, uns hier ein bisschen erden, auch in dem Kurs. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass wir jetzt hier untergeordnete Struktur aufbauen. Wir sind aktuell am 50er Level. Also das kann genauso eintreten, aber ich würde jetzt hier nicht voreilig mich hier groß positionieren, sondern in Schritten, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon das Jahr durchgezogen und werde ich jetzt auch weiterführen, bis das so ein bisschen sich ja, von der Lage her ändert. Kencom hatte ich noch mitgenommen, weil wir hier eben auch in einer schönen Korrektur sind und wir wollen uns ja Korrekturen anschauen. Wir wollen uns ja nicht anschauen, was gut läuft, sondern eher das, was interessant sein könnte. Ja, und von daher sind wir auch hier schön knapp am Retest-Szenario gewesen, übergeordnet. Wenn wir uns hier die Historie mal anschauen, haben wir hier schon sehr viele Anläufe versucht, hatten dann hier nochmal ein neues All-Time-High generiert und jetzt, ja, sehen wir die richtige übergeordnete Korrektur und ja, das ist sehr schön zu beobachten und ja, würde man sich hier dann eventuell auch nochmal merken, dass wir auch hier immer wieder die Möglichkeit haben, dass wenn man das schon mal mitnimmt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Learning, weil mit FOMO kommen wir nicht weit und wie man sieht, man bekommt immer wieder mal die Möglichkeit, sich zu positionieren. Und auch hier sehen wir, dass das 38er Level hier gezogen hat. Also da waren wir schon in einem ganz anderen Markt auch, wo man so kurz so Korrekturen direkt genutzt hat und auch entsprechend für, ja, für eine richtige Aufwärtsbewegung hier gesorgt hat. Und jetzt hier über 2018 bis, ja, bis heute eigentlich ziemlich seitwärts. Also hier hat man jetzt so vom Kurs her kein Geld verdient. Beziehungsweise wenn man jetzt hier nicht sich diese Bewegung zunutze gemacht hat. So, ja, schauen wir weiter auf Six vielleicht noch. Hatte ich jetzt auch markiert, aber hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Wir hatten jetzt hier eine kleine Unterstützungszone von dem untergeordneten Korrekturlevel. Das hat soweit erstmal gehalten. Ist natürlich jetzt erstmal eine untergeordnete Zone. Muss nicht sein, dass das weiterhin hier hält, aber es wäre natürlich schön, wenn wir hier das Szenario sehen von Rot, was wir uns hier schon mal eingezeichnet hatten. Bei der letzten Session war es, glaube ich, dass wir hier hochwandern und dann die Korrektur machen, weil hier steht das immer noch eigentlich aus. Von daher, wenn das hier abgearbeitet ist, dann müssten wir uns hier auch das übergeordnete Korrekturlevel anschauen. Das habe ich, wie gesagt, jetzt aktuell erstmal ausgeblendet, weil wir uns erstmal hier drauf noch konzentrieren. Ja, Adidas war ja eine Erfolgsstory heute, diese Woche, also die letzte Woche mit 21% am Ende dann. Schön hier knapp das Retest-Szenario, ziemlich genau sogar, wenn man jetzt hier uns die Spitzen anschaut von der Korrektur, sind wir genau hier aufgesetzt. Dann kam hier die entsprechende Nachricht und dann sind wir hier abgefeuert. Also ja. Wunderbar, wunderbar, schön. Also wer sich hier positioniert hat und den Retest ziemlich genau terminiert hat sogar noch, dann hat man direkt mal 20% gemacht. Aber das ist, ja, das ist nett und wenn man dabei ist, ist das gut. Ob man das dann so timen kann, ist die Frage. Wenn man sich auf dieses Retest jetzt hier konzentriert hätte, dann hätte man es timen können. Aber wir haben ja jetzt auch schon andere Beispiele gesehen, wo das jetzt nicht so direkt zum Erfolg geführt hat und auch erstmal nochmal bergab gegangen ist. Von daher,
Davon jetzt auch wieder nicht verleiten lassen, ist nett und ist auch schön, dass das dann mal bestätigt wird. Und wir haben ja auch hier entsprechendes, ja, entsprechenden Verlust verzeichnet vom Chart her. Da gibt es dann auch mal eine schöne Gegenbewegung. Aber erstmal wunderbar, wie das Zusammenspiel zwischen den News, den Charttechnik und den Umständen. So, Standard Lithium, da hatten wir jetzt auch einen schönen Kniff gemacht. Auch hier schönes Retest-Szenario, 3 Euro. Und die haben wir jetzt erstmal gesehen, die hatten wir uns vorgestellt, haben wir lange drüber gesprochen. Kann man sich gerne anschauen. Ja, ob das jetzt nachhaltig ist, werden wir dann sehen. Aber erstmal hat die 3 Euro gehalten und ja, erstmal eine schöne Sache, wenn wir jetzt hier uns so ein bisschen, ja, also das hier haben wir ja quasi abgehandelt, aber wenn wir uns jetzt hier ein bisschen aufhalten noch, wäre das ganz schön, dass wir hier ein bisschen Boden gut machen und uns stabilisieren und dann wäre es schön, wenn wir hier oben rauskommen und wir dann noch ein paar Positionen eröffnen könnten in dem Bereich, vielleicht nicht ganz schlecht. Alphabet bzw. Google als solches auch schön, also wie gesagt, also wunderbar, dass wir jetzt hier mal solche Korrekturen sehen. Wir hatten uns ja hier ja mal eine Bewegung überlegt, 38er Level nicht ganz erreicht, das ist schon sehr sehr gehypt und ja, dann haben wir jetzt hier die Aufwärtsbewegung, wo wir das Ziellevel nicht ganz erreicht haben. Das ist ein super Zeichen. Jetzt sind wir schon unter dem 38er Level. Also hier sehen wir schon, hat sich gelohnt, wenn man jetzt hier nicht auf jeden Hype draufgesprungen ist und hier vielleicht jetzt mal diese schöne Korrektur abwartet. Dann haben wir jetzt wirklich mal was Schönes hier gesehen, schöne Möglichkeiten und gerne auch hier wirklich mal saftig rein. Wäre auf jeden Fall gut, auch für das Erreichen der Ziellevel, weil wir dann natürlich viel mehr Käufer im Markt haben, die dann sich dafür interessieren und dann auch entsprechend das Ziellevel wieder erreichen wollen. Und somit haben wir dann eine Verknappung des Angebots. So, Amazon. Ja, auch hier sind wir unter das 38er. Wir hatten ja hier schon mal die erste Bewegung und haben schon gedacht, oh, vielleicht ist das auch schon wieder alles gewesen. Nee, es war nicht alles gewesen. Wir wollen jetzt hier mal saftige Korrekturen sehen. Das ist auch wunderbar so. Also, klasse. Und ja, 50er Level haben wir schon mal. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, hier ist ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin als nur das 50er Level. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine schöne Korrektur, auch bei Microsoft, klasse. Ist jetzt auch wieder im Sparplan drin. Wir haben jetzt hier die 50er Korrektur untergeordnet. Übergeordnet sind wir im Aufwärtstrend von Blau. Auch hier können wir natürlich jederzeit nochmal eine übergeordnete Korrektur sehen oder auch wollen wir gerne sehen. Vor allem, weil wir hier das 38er Level lediglich abgearbeitet haben. Also sollte es weiter runtergehen, werden wir uns natürlich den übergeordneten Leveln widmen. Aber so lang bleibt das jetzt hier erstmal bestehen und wir würden jetzt hier uns erstmal in dem Bereich hier mache ich jetzt meinen Sparplan wieder neu auf. Den hatte ich hier mal ein bisschen pausiert in dieser Aufwärtsbewegung, weil ja, Aufwärtsbewegungen sind schön, aber ich möchte ja mich in Korrekturen einkaufen, um dann mein Kapital zu schonen. Das wäre dazu noch. Und dann schauen wir noch mal kurz auf Realty Income. Da gab es auch eine schöne Korrektur mit Bewegung. Ich glaube, wir hatten sie schon mal drin. Aber ich wollte es jetzt einfach noch mal mitnehmen. Ja, erstmal schön. Und auch hier natürlich das übergeordnete Szenario von Blau. Haben wir hier oben bei 165 ungefähr. Wir hatten jetzt hier das All-Time-High, hier hatten wir das All-Time-High noch nicht erreicht, sind jetzt aber in der untergeordneten Aufwärtsbewegung von Orange, also mit einer schönen Korrektur, schönen 50er-Level angetestet, hat soweit auch für eine Reaktion gesorgt. Also erstmal schön und ja, würde ich weiter so beobachten. So, jetzt schauen wir mal kurz noch auf den Bitcoin. Da, ja, zumindest, man sieht es jetzt wieder recht schlecht, da müsste ich jetzt hier in den Daily gehen. Ja, wir hatten mal eine kleine Bewegung hier die Woche gesehen, mal so auf die 21.000, aber ja, man sieht schon, das ist jetzt nicht wirklich relevant. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ethereum war so ein bisschen mehr in der Aufwärtsstimmung, so untergeordnet, hat mir hier auch ein bisschen mehr Struktur im ganzen Chart. Bitcoin
wandelt da eher so ein bisschen seitwärts. Aber ja, soweit bleibt das Szenario bestehen und ja, können wir uns nach und nach überlegen, wie wir dazu stehen und wie lange wir da ja, quasi noch Zeit haben, um zu investieren. Also das ganz nüchtern betrachtet und ich mache mir auch schon entsprechende Pläne, wie ich dann auch Richtung 2024 schauen möchte. Das als kleine Anekdote. Wir gucken mal auf den S&P 500 und dann machen wir jetzt mal hier den gleitenden Durchschnitt rein, den 100er und den 50er und schauen uns das mal im Daily an und zwar, nee, im Weekly, genau. So, und da hatten wir jetzt hier mal drauf geschaut und zwar hatten wir hier rund um 2000, da hatten wir dann hier diese Überschneidung gesehen und sind dann entsprechend in die Korrekturzone gelaufen. Das hatten wir dann auch nochmal hier 2008 genauso gesehen. Also zwischen den Zeiten hat man auch wenig Geld verdient. Und interessant waren jetzt hier diese Überschneidungspunkte hier, die dann hier nochmal für einen Abschwung gesorgt haben. Also das fand ich ganz interessant nochmal zu sehen, wie man das jetzt bewertet, ist mir ziemlich wurscht. Aber ja, einfach das mal beachten. Wir haben jetzt hier gerade die Überschneidung und wir haben hier auch noch die Ziellevel, die wir uns hier vorstellen. Von daher, ja, schauen wir mal. Also wir hatten ja dann auch hier, wenn wir das uns anschauen, Corona. Tief, das würden wir hier entsprechend auch wieder anlaufen. Ja, also da sind wir doch recht nah vom Kursszenario wie ja, 2000, 2008. Ja, da hatten wir auch hier so eine Korrektur gesehen, sind dann nochmal gedumpt. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber auf jeden Fall spannend. Könnt ihr mal gerne in den Kommentar schreiben, ob ihr es auch spannend findet oder. Ja, im Endeffekt reicht unsere Analyse, dass wir hier die Korrekturzonen haben und die uns auch erstmal vorstellen wollen. Ja, von daher, das soll das Schlusswort gewesen sein. Zumindest, wir können auch kurz auf den Nordex gucken. Da hatten wir jetzt auch eine schöne grüne Bewegung gesehen bei der Unterstützung, die wir uns damals angeschaut hatten. Ja, hier sehen wir es schon von 7 Euro sind wir jetzt auf 9,70 Euro sowas. Da brauchen wir jetzt diese gleitenden Durchschnitte nicht mehr. Ja, also hier hat das mit dieser Unterstützungszone vom übergeordneten Chartbild auch schön funktioniert bis jetzt. Also von daher, da halten wir jetzt uns auch dran. Wenn wir jetzt hier ein bisschen seitwärts laufen, das hatte ich mir ja so vorgestellt, bietet auch für diejenigen, die so ein bisschen das Risiko streuen wollen, die Möglichkeit, sich hier in Tranchen einzukaufen. Und dann würde ich gerne hier uns hier hochbewegen mit der 100% Chance. Aber das ist nur so eine Überlegung, ob das dann so passiert, werden wir sehen, aber erstmal soweit. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. War auf jeden Fall cool und ist auch eine coole Zeit, auch wenn sie sehr negativ geprägt ist und auch natürlich keinen Spaß macht, so vom Anlagehorizont her, muss man da schon viel mitbringen, aber von der charttechnischen Sicht auf jeden Fall macht es Spaß, die Zonen zu sehen, auch wenn es natürlich bei einigen gekracht hat, auch unter unsere Zonen. Das ist natürlich kein Allheilmittel, diese Zonen, aber fürs Erste schon mal schön. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dann schauen wir mal, wie das jetzt diese Woche dann sich entwickelt hat. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.